Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte zunächst mal klarstellen, weil es ja auch in der Debatte im Ausschuss teilweise falsch dargestellt wurde. Es geht bei diesem Antrag ja mit keinem Wort darum, das Institut des politischen Beamten als solches abzuschaffen oder so zu kritisieren. Das Institut ist ja grundsätzlich sinnvoll. Es geht ausschließlich und ganz konkret darum, die Polizeipräsidenten aus dieser Regelung rauszunehmen. Und das völlig zu Recht. Allerdings, besonders erstaunt mich jetzt ein bisschen in dieser Debatte die CDU. Ich hatte das eben in meiner vorherigen Rede schon mal erwähnt. Ich kann mir diese Spitze aber auch jetzt leider nicht verkneifen, weil es einfach zu lustig ist. Sie reden hier ganz klar für diesen Antrag und sagen, dass die Polizeipräsidenten frei von politischer Einflussnahme sein sollen. Das ist gut. Damit liegen wir grundsätzlich auf derselben Linie. Das hatte ich auch schon im Innenausschuss gesagt. Gleichzeitig beantragen Sie aber für den kommenden Innenausschuss einen Beratungspunkt, in dem Sie dem Innenminister quasi dazu auffordern, Herrn Wimber, dem Münsteraner Polizeipräsidenten, den Mund zu verbieten, weil seine Meinung in Bezug auf Drogenpolitik Ihrer politischen Meinung nach nicht tragbar sei. Das nenne ich mal schizophren. Allerdings, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wir liegen ja vom Inhalt trotzdem auf derselben Linie. Allerdings bin ich sehr gespannt, wie sich Herr Minister Jäger verhalten wird und ob es sich vielleicht doch eine Notwendigkeit gibt, diesen Gesetzentwurf dann doch noch umzusetzen. Frau Schäfer, die Polizei handelt nach Recht und Gesetz. Ja, das stimmt, das hat auch niemand bestritten jemals. Aber innerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens gibt es fast immer einen breiten Ermessensspielraum. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich frei innerhalb dieses Rahmens bewegen kann oder ob ich exakt der Regierungslinie folgen muss, in dem Wissen, wenn ich es nicht tue, kann ich von heute auf morgen meinen Job verlieren. Aber ich möchte zum Antrag und zum Ergebnis der Anhörung zu diesem Antrag zurückkommen und mich einfach mal an Tatsachen orientieren. Wir hatten 5 Sachverständige in der Anhörung. Davon war genau einer gegen diesen Gesetzentwurf, wobei er die meiste Zeit damit verbrachte, das Institut des politischen Beamten als Ganzes zu verteidigen, obwohl das gar nicht Bestandteil des Antrages war. Dann hatten wir einen Sachverständigen, der ganz deutlich davon sprach, dass die jetzige Regelung verfassungsrechtlich bedenklich sei und die Polizeipräsidenten eben nicht zu dem engen Kreis derjenigen Beamten gehören, die vom Bundesverfassungsgericht für das Amt des politischen Beamten gefordert wird. Von daher würde ich es sogar fast begrüßen, wenn ein Betroffener vielleicht mal gegen diese Regelung klagen würde. Zuletzt hatten wir dann noch die 3 Polizeigewerkschaften. Die GdP, die positioniert sich da ganz eindeutig in ihrer Stellungnahme. Ich zitiere aus dem Anhörungsprotokoll: Soweit der Gesetzentwurf also das Ziel verfolgt, eine Situation herzustellen, in der sich Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamte des höheren Dienstes auf das Amt des Polizeipräsidenten bewerben können, wird diese Forderung von der GdP in vollem Umfang unterstützt. Allein die Schaffung dieser Möglichkeit wäre ein bitter notwendiges Signal der Wertschätzung an den höheren Polizeivollzugsdienst. Derzeit lautet das Signal noch: Wir trauen dir viel zu, aber für die Leitung einer Polizeibehörde bist du nicht geeignet. Zitat Ende. Das nenne ich ein klares Bekenntnis zu diesem Antrag. Die Stellungnahme der DPOLG geht im Grunde in dieselbe Richtung, wenn sie sagt, ich zitiere: Hierbei sollte die Besetzung dieser Spitzenfunktion zunächst durch geeignete Ausschreibungs- und Auswahlverfahren mit klaren Anforderungsprofilen transparent gestaltet werden. Schließlich haben wir noch den BDK, der den Antrag betreffend eine sehr neutrale Haltung einnimmt. Er sagt ganz deutlich: Es gibt viele Gründe, die sowohl für die Beibehaltung des Status quo als auch für den Inhalt des Gesetzentwurfs der FDP-Fraktion sprechen. Und sagen dann weiter: Die Politik wird entscheiden müssen, was sie will. Ich fasse das mal zusammen. Wir haben genau eine Meinung, eine einzige, die sich gegen den Antrag ausspricht und dabei nicht mal den richtigen Schwerpunkt setzt in ihrer Begründung. Wir haben weiterhin eine neutrale Meinung und ganze 3 Stellungnahmen, die sich ganz eindeutig für diesen Antrag aussprechen. Wie sich SPD und Grüne jetzt vor diesem Hintergrund hier hinstellen und behaupten können, die Sachverständigen hätten sich klar gegen diesen Antrag ausgesprochen, ist mir völlig unbegreiflich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die